Wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch zu einem neuen Vlog. Wir gehen hier gerade spazieren. Ich habe ja gestern euch gezeigt, beziehungsweise habe ich das gezeigt, diese Sachen, die ich zurückschicken wollte. Ich habe hier gezeigt, die Zeitkleider. Die haben wir gestern einpacken wollen und gestern die Retour verabreicht. Und heute Morgen habe ich die Antwort bekommen, dass ich sie gar nicht erst zurückschicken brauche, weil die Mängel einfach so gravierend sind. Dann sind wir hier raus und ich habe heute wieder eine fette Bestellung abgegeben. Ich habe Hunger. Leute, die Gudi hat gesagt, ich sehe aus wie ein Tommy Hilfiger Modell. Jetzt zeig dich doch. Modell, was kriegst du denn mir her? Die Wäsche aufgehängt und mich abgeschminkt. Also heute absolut gar nichts passiert. Ich habe heute Morgen mir selber Frühstück gemacht. Also diesen Haferpfannkuchen mit Joghurt und Honig belegt. Danach habe ich 2 Stunden auf Zalando verbracht, um mir neue Sachen zu bestellen, weil ich glaube, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, mir was zu bestellen, hätte ich nicht die E-Mail von Zalando bekommen, nach unserer Reklamation vom gestrigen Tag. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, so, dann habe ich mich daran erinnert, dass es noch Zalando gibt. Und dann habe ich 2 Stunden drauf verbracht und 3 Bestellungen abgegeben, also 3 einzelne. Und die kommen auch, ne, beziehungsweise 2 Bestellungen? Nee, ja doch, es waren 3 Bestellungen. Aber ich glaube, die kommen auch als 3 oder 4 verschiedene an, weil ich habe einmal eine Bestellung gemacht mit 4 Sachen und ein T-Shirt davon oder eine Bluse kommt einzeln an, weil das ja auch von verschiedenen Herstellern ist. Aber ich glaube, es kommt jetzt in 3 oder 4 Sendungen, aber trotzdem innerhalb einer Woche, glaube ich. Die Bluse, glaube ich, kann bis zu ein paar Tage länger dauern, keine Ahnung. Genau, ich habe mir ein Schuhwerk bestellt und ansonsten Kleider und Tops und Rock auch. Und ja, das sind halt so Dinge, also bei den Schuhen, die, denke ich mal, werde ich tragen, wenn sie mir passen werden, weil, obwohl, da habe ich schon bei den Rezensionen gelesen, dass da irgendwie, ja, bei vielen einfach die falsche Größe ankam und so, aber das ist ja nichts, was den Schuh selber angeht, also ich kann es ja auch zurückschicken, wenn es mir nicht passen sollte und wenn die Größe falsch ankommt und so weiter, aber ansonsten hat er mir gefallen und so. Ja, meine Schwester, also wir sind nach Hause gekommen und habe ich gesehen, was ist das für ein Schuh, ich habe den auch bei Zalando gesehen und sie so, ja, das ist meiner, ich habe den irgendwo bestellt bei Snipes oder so und der hat mir nicht gepasst und ich habe den angezogen und ja, es ging, vielleicht werde ich den auch noch tragen. Mal gucken, ansonsten habe ich mir jetzt einfach mal was bestellt. Genau, bei dem Schuh, der gefällt mir. Bei allen anderen Sachen, die ich bestellt habe, die gefallen mir auch. Aber das sind so Sachen, die müssen einem stehen. Und ich weiß halt nicht, ob die mir stehen werden. Und man kann ja das natürlich immer alles zurückschicken, aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich ziehe die an und denke mir so, ich schicke es wieder zurück. Ja, aber ist ja alles kein Problem, ne? Ansonsten, Leute, ja, echt müde. Mir hat heute die Klassenkamerade oder eine aus der Parallelklasse von meiner Schwester eine Anfrage auf Instagram geschickt, nachdem meine Schwester uns als, ja, in ihre Story veröffentlicht hat. Da immer wenn jemand mich in irgendeine Story veröffentlicht und mich halt markiert, kriege ich immer Anfragen. Und sie weiß halt, dass ich YouTube mache, aber sie weiß nicht, wie ich heiße. Und das, ja, hat meine Schwester mir schon, bevor die mir eine Anfrage geschickt hat, erzählt, dass, ja, weil ich habe gefragt, ja, wer folgt dir da alles, kenne ich da jemanden und so, und sie hat alle aufgezählt. Und ja, sie weiß halt nicht, also keine Ahnung, sie weiß den Namen nicht und so. Und die hat mir eine Anfrage geschickt und ich habe einen privaten Account gehabt. Das heißt, ich habe das nicht, also ich habe, sie hat mir das am Mittag geschickt und ich habe es bis zum Abend halt nicht beantwortet. Und dann habe ich was rumprobiert und habe meinen Account kurz öffentlich gemacht. Und da, also werden die Anfragen automatisch akzeptiert,
weil dir praktisch dann jeder folgen kann, ohne dass du da dein Erlaubnis abgeben musst. Und ja, ich war schon so, ich habe meine Schwester gefragt, was soll ich machen und so. Und dann habe ich meinen Account dann wieder privat gemacht und die hat mir dann eine Nachricht geschickt. Hey, du machst auf YouTube, wie heißt du da? Das ist richtig cringe, Alter. Und meine Schwester hat dann gesagt, ich soll sie löschen und ja. Keine Ahnung. Richtig komisch. Auf jeden Fall, Leute. Ja. Ich check das auch. Ja, keine Ahnung. Ja, das mit Snapchat muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Die Funktion und die. So, das System dahinter, weil da sind schon ein paar Fails passiert. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, ich gehe schlafen. Oh. Die Bäume, diese Aprilbäume, diese Blüten, rosa Blüten, haben schon angefangen zu blühen und so. Ja, ich würde sagen, ich gehe schlafen und bis morgen. Ciao.